Es geht um den Heizstab in einer Wärmepumpe und wir wollen in diesem Video darüber sprechen, muss man ihn zwingend einplanen? Wie viel Strom verbraucht er? Ist das nicht negativ, wenn überall in der Straße die ganzen Heizstäbe der Wärmepumpe angehen? Das kann das ganze Stromnetz doch nicht. Außerdem ist es doch besser, eine Wärmepumpe ohne Heizstabanteil zu planen. Warum das nicht der Fall ist, das erkläre ich euch in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu Wärmepumpen von A bis Z hier bei uns auf dem SHK Info YouTube-Kanal. Jetzt wollen wir uns komplett mal mit dem Thema Heizstab befassen. Fangen wir mal ganz vorne an. Grundsätzlich, wenn ihr, also bei den meisten deutschen Herstellern von Wärmepumpen, ist es tatsächlich so, dass in einer Wärmepumpe schon ein Heizstab immer mit integriert ist. Häufig sind das Heizstäbe mit einer Leistung von 9 kW. Die befinden sich dann in den meisten Fällen in der Inneneinheit einer Wärmepumpe. Also egal, ob ihr eine Split- oder eine Monoblock-Wärmepumpe habt, der Heizstab befindet sich dann in der Inneneinheit. Bei ausländischen Herstellern, vor allem aus China, ist das manchmal nicht der Fall, dass überhaupt ein Heizstab mitgeliefert wird oder mit integriert ist. Den müsste man, wenn man ihn haben möchte, noch selbstständig irgendwo in der Hydraulik hinterlegen. Bleiben wir aber mal bei den deutschen Herstellern. Hier ist er also in der Inneneinheit, in der Hydraulik, in dem Hydraulikmodul einfach mit integriert. Wann kommt er denn überhaupt zum Einsatz? Also erstmal ist es natürlich praktisch, dass man ihn nutzen kann, wenn jetzt zum Beispiel ein Neubau erstellt wird, dass man über den Heizstab schon Wärme produzieren kann, zum Beispiel für die Estrichtrocknung, auch wenn die Außeneinheit noch nicht fertig aufgebaut ist. Das habe ich selber sehr häufig schon so gemacht. Auch bei Erdwärmepumpen ist der Heizstab ja entsprechend schon integriert und man sollte eben eine Erdwärmesonde nicht zur Estrichaufheizung nutzen. Auch hier ist es dann praktisch, den E-Heizstab zu verwenden. Natürlich ist es nicht so effizient, wie wenn ich mit der Wärmepumpe arbeite. Da habe ich ja entsprechend den Faktor in etwa 4:1, also 4 Kilowattstunden Wärme. Dafür benötige ich nur eine Kilowattstunde Strom. Beim Heizstab ist es ja eben 1:1, also eine relativ teure Wärme, die ich mir mit dem Heizstab kaufe. Ja, wofür kann man den Heizstab sonst nutzen? Man könnte darüber nachdenken, eigene Photovoltaikenergie als Überschussstrom über den Heizstab in den Warmwasserspeicher oder Pufferspeicher zu laden. So kann ich halt sehr schnell und vor allem auch variabel meinen Strom vom Dach selber verbrauchen. Außerdem ist der Heizstab sinnvoll, falls mal an der Heizungsanlage eine Störung ist, möglicherweise am Kältekreis, der fällt aus, hat irgendeine Störung, dann kann halt der Heizstab für einen Notbetrieb weiter dafür sorgen, dass Warmwasser und auch das Haus entsprechend beheizt wird. Somit habe ich hier also eine Absicherung, falls die Wärmepumpe ausfällt. Das sind alles praktische Fälle, wo man den Heizstab einsetzt. Bei einer Erdwärmepumpe ist es tatsächlich so, habe ich sie immer so geplant, dass sie monovalent fährt, also bis zum Auslegungspunkt. Zum Beispiel bei uns in Langenberg ist das bis minus 10 Grad. Bis zu dieser Temperatur soll also die Wärmepumpe die gesamte Wärmeversorgung des Hauses abdecken. Bei einer Erdwärmepumpe plane ich die Anlage grundsätzlich ohne einen E-Heizstab. Da nehme ich tatsächlich auch die Sicherung raus. Das heißt, wir haben nachher E-Heizstab-Einsatz von 0 Stunden pro Jahr. Bei einer Luftwärmepumpe sieht das allerdings anders aus. Hier haben natürlich viele die Sorge, oh, der darf auf gar keinen Fall auch nur eine Stunde im Jahr laufen, weil das ja dann teuer ist. Aber ich zeige euch jetzt mal, warum es tatsächlich sinnvoll ist, bei einer Luftwasserwärmepumpe einen gewissen E-Heizstabanteil einfach mit einzuplanen. Dafür schauen wir jetzt mal hier in ein Leistungsdiagramm einer Wärmepumpe rein. Ihr seht hier einmal eine Wärmepumpe von Viessmann, eine Vitocal 200S, also eine Splitanlage mit einer Nennleistung von 6 kW. Und da ist noch das ältere Kältemittel drauf, das R410A. Das ist also jetzt kein ganz aktuelles Wärmepumpenmodell, aber es sind viele davon draußen eingebaut worden. Mittlerweile gibt es ja auch die R32 Kältemittel. Ja, was habe ich hier eingezeichnet? Wir haben also hier eine Nennleistung 6 kW, habe ich euch schon gesagt. Und hier vorne in diesem Punkt sehen wir einmal den sogenannten Auslegungspunkt. Also bei minus 10 Grad Außentemperatur benötigt unser Gebäude eine Heizlast von etwa 7 kW. Also das entspricht jetzt so ein durchschnittliches Einfamilienhaushalt mit 7 kW.
Und man sieht hier jetzt schon, dass wir mit dieser Wärmepumpe, die rote Linie ist also die Gebäudekennlinie, ne, umso wärmer es draußen wird, ne, also hier steigt ja die Temperatur, umso weniger Heizlast benötigen wir, also sinkt auf dieser Seite dann die Heizlast. So ist das Diagramm zu sehen. Der gesamte grau markierte Bereich in dieser Grafik, das ist die Leistungsgrenze dieser Wärmepumpe. Also jeder Wärmepumpenhersteller, jede Wärmepumpe hat entsprechend solche Leistungsgrenzen und die muss man beachten. Und hier sehen wir jetzt ganz einfach hier vorne diesen Punkt, der ist bei minus 5 Grad, ist der entsprechend. Da sehen wir, dass wir hier eine Leistungsgrenze der Wärmepumpe erreichen. Ihr seht nämlich, es gibt hier vorne einen Bereich, den markiere ich jetzt hier in Gelb, den kann die Wärmepumpe nicht mehr abdecken. Es wird draußen immer kälter. Die Leistung der Wärmepumpe nimmt also ab, weil ja auch die Wärmequelle an Temperatur abnimmt. Und dementsprechend haben wir hier einen gewissen Anteil, der mit dem Heizstab beheizt werden muss. Also genau genommen diesen Bereich. Das, was ich jetzt hier einmal in grün markiere, also hier diesen Bereich, den kann noch komplett die Wärmepumpe abdecken. Also bis zu ihrer Leistungsgrenze heizt noch die Wärmepumpe mit. Und der Heizstab muss lediglich einen gewissen Anteil dazu heizen, nämlich den hier oben in Gelb markiert. Und jetzt können wir auch mal gemeinsam schauen, das, was der Heizstab leisten muss, ist eigentlich nur dieser Unterschied. Das heißt, 5, das sind also 2 kW, die der Heizstab zuheizen muss. Und das macht er auch tatsächlich. Wir haben zwar einen 9 kW Heizstab eingebaut, aber der wird ja nicht mit 9 kW auch eingeschaltet. Die Heizstäbe können also ihre Leistung auch anpassen. Und in diesem Fall würde er ja im Auslegungspunkt nur 2 kW Anteil haben. Und damit ist schon mal ein Argument ausgehebelt, wenn jetzt in der Straße überall die Heizstäbe angeben, wo soll der ganze Strom herkommen? Wir reden hier über 2 kW. Also jetzt redet ja auch keiner darüber, wenn mittags alle ihren Herd anmachen zum Kochen oder ihren Backofen und gleichzeitig noch Waschmaschine und alles so mitläuft, sagt ja auch keiner was. Und so ein Herd hat ja auch mal eben 2 kW, den man in der Mittagszeit dann alle gleichzeitig anmachen. Also sowas, das gibt es ja jetzt auch schon. Genau. Also diese 2 kW ist also das Maximale. Und jetzt muss man ja wieder bedenken, dass das, was ich hier gelb markiert habe, das tritt nur in wenigen Stunden pro Jahr ein. Also wir haben unter 100 Stunden, also kleiner 100 Stunden, die wir das überhaupt pro Jahr den Heizstab nur einsetzen. Jetzt rechnen wir das einfach mal 2 kW, dann sind das 200 Kilowattstunden pro Jahr. Die Kilowattstunde kostet 30 Cent, dann sind wir ungefähr bei 60 Euro, was der Heizstab an Kosten pro Jahr verursacht. Also, und in diesem Fall macht das Ganze Sinn, denn die Wärmepumpe, man hätte ja jetzt auch eine 7 oder 8 kW Wärmepumpe hier einbauen können, dann hätte man vielleicht gar keinen Heizstabanteil gehabt, aber die Wärmepumpe wäre dann ein ganzes Stück größer dimensioniert gewesen, nur damit wir diese wenigen Stunden im Jahr keinen Heizstabanteil haben. Aber auf der anderen Seite, es gibt nämlich noch einen zweiten Punkt, den man beachten muss, und das ist der Punkt hier unten. Ihr seht nämlich, an dieser Stelle moduliert ja die Wärmepumpe runter. Aber auch hier gibt es eine Einsatzgrenze. Sie kann nicht bis unendlich runter modulieren. Die Wärmepumpen haben immer eine Mindestleistungsabnahme von etwa 30% ihrer Leistung. Und somit kann die Wärmepumpe hier nicht weiter runter modulieren. Und ab 5 Grad Außentemperatur und alle Temperaturen darüber ist die Wärmepumpe ab dann überdimensioniert. Sie fängt also auch an zu takten. Und genau das wollen wir ja verhindern. Häufiges Takten führt übrigens zu einem überdimensionalen Stromverbrauch, weil auch immer der verdichte Anlaufstrom natürlich mehr zum Tragen kommt, als wenn eine Wärmepumpe viele Stunden lang durchläuft. Also zum Thema Heizstab. Plant ruhig einen gewissen Heizstabanteil ein. Empfohlen wird, dass man bei einem Bivalenzpunkt von minus 5 bis minus 7 ungefähr ab dann den Heizstab dazu heizen sollte, einfach um zu verhindern, dass die Wärmepumpe überdimensioniert wird. Ja, ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Übrigens, wenn ihr genaue Berechnungen haben wollt, wie viel Strom der Heizstab braucht, für Firmenkunden bei Heizreport gibt es in unserer Wärmepumpensimulation die Möglichkeit, die Stunden des Heizstabes genau anzuzeigen und wie viel Strom der tatsächlich benötigt. Und falls ihr jetzt Privatkunden seid und ihr möchtet euch da beraten lassen, dann wendet euch am besten an einen Heizreport-Partner, der mit euch auch eine Wärmepumpe planen kann, und schaut euch dazu mal folgenden Tipp an.
Finde auf unserer Heizsupport-Map deinen Profi in der Nähe. Deutschlandweit stehen dir hier Energieberater, Ingenieurbüros und Handwerker mit Spezialisierung auf neue Heizsysteme zur Verfügung. Ja, das war's zum Thema Heizstab. Wie sieht es denn bei euch eigentlich aus? Plant ihr gerade eine Wärmepumpe und habt ihr euch über den Heizstab schon mal informiert? Oder betreibt ihr vielleicht schon eine Wärmepumpe und habt vielleicht schon mal analysiert, wie viele Stunden im Jahr euer Heizstab eigentlich läuft? Dann schreibt uns das doch gerne mal unten in die Kommentare. Vielleicht kriegen wir ja mal so ein allgemeines Bild in Deutschland, wie viele Stunden so im Durchschnitt die Heizstäbe bei den Wärmepumpen tatsächlich laufen. Danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Buchstaben würde ich sagen, bleibt dabei bei Wärmepumpen von A bis Z und sonst abonniert gerne den Kanal. Bis bald und ciao.